Hallöchen und willkommen zurück, ich bin SuperF und das sind die Sealer 6. Amestan ist die nächste Mission und dann lass uns mal starten. Missionsbeschreibung. Euer Majestät, ich bringe Nachricht von unserem Spion. Der Kult wurde in Amestan ausgemacht. Kana, die vermeintliche Göttin, zwingt durch den Fluch verängstigte Siedler zur Zwangsarbeit und rüstet gegen uns. Kana wird unsere Ankunft nicht erwarten. Dies verschafft uns einen Vorteil. Wir sollten uns so schnell wie möglich für einen Kampf rüsten. Sobald sie bemerkt, dass wir in Amestan sind, wird sie gegen uns vorgehen. Einige Krieger meines Vaters begleiten uns. Sie werden ihr Lager in Biorad aufschlagen und uns unterstützen, während wir unseren Stützpunkt sichern. Das Dorf Jambai kann uns mit Steinen zur Befestigung unserer Stadt versorgen. Wir werden uns hier in Kerashim niederlassen. Über den Hafen von Assambai können wir uns mit weiteren Rohstoffen eindecken und den Kontakt zu meinem Vater nach Tela halten. Die Bedrohung scheint meinen Vater schwer zu belasten. Geistig abwesend und zusehends verwirrter sind seine Worte. Wir werden diesem unseligen Kult ein Ende bereiten. Je schneller, desto besser. Ich werde den Siedlern des Reiches beweisen, dass Hiduns Mogul sie nicht im Stich lässt. Okay. Dann haben wir Saraya oder Hakim. Meine Kriegslist und Weisheit sind der Schlüssel für diese Aufgabe. Mein Handels... Nein, habe ich jetzt schon Redinformationen. Als Tochter des Moguls. Ja, ja. Ich liebe es zu handeln. Ich fahre etwas weniger Preise beim Handel. Er hat gute Preise. Was ist mit ihm schon wieder? Ich benötige weniger Gold, um Bataillone zu rekrutieren. Die Soldaten... Okay, Fackeln und weniger Geld? Nein. Für vielleicht kriegerische Map, aber grundsätzlich brauche ich das nie. Ihr Saraya. Wisst, dass ich dem Reich Hiduns mein Leben widme. Meine Kriegslist... Meine Kenntnisse der Architektur reduzieren die Kosten für... Stimmt, Gebäude. Tribut anfordern und... Als Tochter des Moguls kann ich Tribut von Städten und Dörfern zum Wohle des Reichs einfordern. Handelsposten günstiger richten, ich verstehe das nämlich noch nicht. Muss ich mal recherchieren. Also Essen und Handel. Tribute. Oder Überlauf. Und nehmen wir Hakim. Ich vertraue auf eure Weisheit. Wir müssen eine befestigte Stadt bauen und uns auf eine Schlacht mit Kana vorbereiten. Der Bau der Stadt erfordert einen Städten, Warenaustausch mit den Dörfern im Umland. Außerdem müssen wir den Hafen sichern. Und los. Dieser erbärmliche Abschaum soll Hiduns Rettung sein? Nun, ich habe euch bereits erwartet. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Bevor ich das Reich endgültig unterwerfe, wird mir eure Vernichtung ein heiteres Schauspiel bieten. Wenn ihr auch nur ahnen würdet. Wie zum unentdeckt bleiben. Aussieht, gibt's ein bisschen frisch. Unser Spion hat uns in eine Falle gelockt. Wir müssen unsere Stadt so schnell wie möglich mit einer starken Mauer schützen. Das Dorf Jambai besitzt eine Steinmine. Wir müssen die Einwohner als Handelspartner gewinnen. Verstanden. Die Angst vor dem Fluch trieb uns hierher nach Amestan in Kanas vermeintlicher Obhut. Doch unsere Situation ist nun noch schlimmer als zuvor. Kana zwingt uns zur Fronarbeit und wir leiden an Hunger. Meine Kenntnisse der Architektur reduzieren die Kosten für den Ausbau von Gebäuden. Ja, das ist nicht schlecht. Damit kann ich wirklich gut leben.
Bauen wir uns doch mal ein paar Getreidefarmen hier hin. Da habe ich ein paar Banditen. Ei. Seid willkommen im Hafen von Asambai. Ich biete euch erlesene Waren zu einem fairen Preis an. Wenn ihr euch am Ausbau meines Sortiments beteiligt, kann ich euch in Kürze auch Eisen sowie mehr Söldner bereitstellen. Ja, dann nicht schlecht. Dann haben wir hier einfach einen Abschnittsweg. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Ich werde angegriffen. Na ja. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Habe ich den schon einmal ausgebaut? Ja, gut. Ich habe ja 4 Holzpfeile, glaube ich. Und 1, 2. Ah, hier ist noch eine. 3 und 4. Wow, ja, das ist ein gutes Territorium. 2-mal Fisch und 1-mal Wild. Was ich ein gutes? Verstanden. Gibt es hier einen Winter? Nein. Dann muss es also möglich sein, darüber zu kommen, auf diese kleine Insel. Wie ihr wünscht. Ja, okay. Holz ist halt immer so eine Sache. Ich habe sogar noch eine Ruine, aber die läuft, glaube ich, gerade durch das Feindesgebiet durch. Suche ich das, was ich brauche. Wie ihr wünscht. Verstanden. Ei! Mehr Holz. Okay, dann mehr Fisch. Mehr Getreide. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Und adieu. Also ich brauchte mal noch Eisen und so weiter und so fort. Mann, das ist ja ein bisschen Handel. Ihr wünscht. Hier haben wir ein Schiffswrack. Gut gebrauchen, 52. Wir müssen Holz und sonst nichts. Okay. Auf euren Befehl. Dann kaufe ich mir mal dieses Land hier, sobald ich kann. Kann ich schon jetzt? Sehr schön. Und dann schauen wir uns mal das da drüben an. Und dann habe ich auch Wild und kann grundsätzlich dann auch ausbauen. Hier oben habe ich Kräuter.
und Schafe. Und? Schon unterwegs. Das scheint alles zu funktionieren. Ganz gut. So, ist es alles ausgebaut? Ist es. Okay. Noch ein bisschen mehr Fisch. Auf euren Befehl. Mein Territorium eingenommen. Okay. Tag und Tag. Na, wie denn hier? Ist momentan noch nichts für uns, hä? Nicht genug Fisch? Nein. Genug zu essen grundsätzlich. Brauche einfach mehr Getreide, damit ich das da schicken kann. Das ist das Problem. Was ist das da hier? 300. Da kaufe ich mir das doch mal. Zweimal eine Gelberei. Sofort. Ein Karren wurde ausgesandt. Das kann ich jetzt ausbauen. Das kostet 200. Habe ich aber danach auch Schafe. Das ist schon gut. Unterwegs. Die Regenzeit hat eingesetzt. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Frage mich, was da in der Mitte ist. Mein Schiff ist dem Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Ah, kann ich sowieso nicht hin. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Ah, kann ich sowieso nicht hin. Getreide. Essen könnte ein bisschen knapp werden. Der Hunger wird uns nun nicht mehr quälen. Zum Dank für eure Hilfe öffnen wir euch unser Warenhaus. Ja. Kümmert euch besser um eure eigenen Angelegenheiten. Euren Untergang. Und was meine Untertanen angeht. Sie sollen sich nicht den Bauch vollschlagen. Sie sollen arbeiten. Hm. Der Lady bekomme ich noch Probleme. Nein, nichts. Keine Holzpalisaden? Och Mann. Lass uns doch das mal ein bisschen schneller durchgehen.
da dieser Monsun mal durch ist. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Oh. Bald fertig. Und dann war der Monsun auch schon mal fertig. Die Regenzeit ist vorüber. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ei! Haben wir hier so? Ungos und Kühe. Schön. Alles klar. Alles klar. Ich kann auch nicht handeln. Unbekannt. Gib mir Holz. Quatsch. Wo bekomme ich den Stein her? Ich muss wohl erstmal diesen Tiger fertig machen. Okay. Alles klar. Dann bin ich bereit hier für die Kaserne. Wo habe ich Platz? Hier oben, ha? So, das ist genug Platz. Ich werde angegriffen. Das ist auch die Sinn da hinten. Das musst du auch machen. Sechs ausbauen. Macht. Okay. Also ich bin grundsätzlich bereit für den Landvogt. Brauche jetzt einfach nur ein bisschen mehr. Ich werde angegriffen. Naja. Hast du es? Sofort. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Wow. Schafft es nicht. Unglaublich. Okay, dann warten wir noch einmal. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ah ja, stimmt. Fisch. Ist ein Weg für jeden. Jawohl. Wir haben ein Territorium eingenommen. Gut. Lass uns mal die Schafe hier runterbringen. Nützt ja nichts, wenn die dort oben herumlungen. So. Mach hier Kräuter. Und das war's dann auch schon. Angriff! Ein Karren wurde ausgesandt. Nicht genug Wild. Ah ja. Oh ja, stimmt. Ich kann jetzt ja noch den Weber einstellen. Oh.
Ich werde angegriffen. Verstanden. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Unglaublich. Okay, er muss wirklich als erstes angreifen, ansonsten ist er fertig. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Habt Dank. Euer Obolus soll euch nicht zu eurem Nachteil gereichen. Asambai kann euch nun Eisen und eine größere Anzahl an Söldnern anbieten. Schon unterwegs. Sobald er kommt, hä? Sofort. Jawohl. Vorwärts. Okay, so soll das gehen. Wie es wirklich ausgehen wird, sehen wir in der nächsten Woche. Also bis dann, schönen Tag und tschüss. Das war der Super F in Die Siedler 6.